Das ist mein Leben. Seit Jahren bin ich bettlägerig. Wie konnte ich nur zulassen, so dick zu werden? Essen ist das Einzige, auf das ich mich freuen kann. Ich komme mir wie eine Versagerin vor, die sich ihres eigenen Lebens und ihrer Zukunft beraubt. Dr. Nazarden schickt mir einen speziellen Transport für extrem Übergewichtige. Ich habe mein Bett aber seit Jahren nicht verlassen. Das sind 327 Kilo. Sie müssen unbedingt verstehen, wie wichtig es ist, dass Sie bald abnehmen. Ihr Zustand ist lebensbedrohlich. Sie sind bettlägerig und wenn was passiert, werden Sie das nicht überleben. Aber wir können Ihnen helfen, wenn Sie mitziehen. Ich tue alles, was Sie sagen. Die Physiotherapie ist äußerst schmerzhaft. Doch ich muss ja aufstehen, bevor mir das Lymphödem operiert wird. Es geht nicht. So komplett unbeweglich zu bleiben, wäre für Liz lebensgefährlich. Das muss sich jetzt ändern. Sie kriegen eine allerletzte Frist. In einem Monat müssen Sie aufstehen und mindestens einen Schritt gehen können. Und hoch. Nach vorne lehnen. Ich sehe Sie zum ersten Mal stehen. Da Sie sich wirklich Mühe geben, bewillige ich Ihnen die Operation. Danke, Doktor. Seit der OP habe ich die Regeln befolgt. Dr. Nussaden will heute kontrollieren, ob ich im Plan bin. Sie wiegen 177 Kilo und sind damit 24 Kilo leichter. Großartig. Ich bin mit Ihrem Fortschritt zufrieden und sicher, dass sie bald einige Schritte schaffen wird. Das Übergewicht hat mich unselbstständig gemacht. Das Einzige, was ich weitgehend ohne Hilfe schaffe, ist im Sitzen etwas zu kochen. Hey Zachary? Yes. Can you come here? Kannst du mal kommen? Ich brauche was aus dem Kühlschrank. Gibst du mir die Burger und den Käse raus? Sieh in der unteren Schublade nach. Mein Sohn Zachary ist 16. Wegen meines Übergewichts bin ich zunehmend auf ihn angewiesen. Eigentlich sollte er sich auf mich verlassen können. Meine Mom ist mir das Wichtigste im Leben. Ohne sie wäre ich gar nichts. Das war's. Wenn ich noch was brauche, melde ich mich. Ich habe deswegen ein schlechtes Gewissen. So sollte es nicht sein. Es ist demütigend, immer um Hilfe bitten zu müssen. Essen ist fertig. Seit Tammy und ich zusammenleben, wurden ihre Essgewohnheiten immer schlimmer. Ich sage ihr ständig, sie soll nicht so viel essen. Was sagt man? Danke, Mom. Ich versuche, Tammys Essgewohnheiten nicht zu unterstützen. Aber wenn sie nicht kriegt, was sie will, dreht sie durch. Nur um den Ball flach zu halten, mache ich es dann doch. Wie viel möchtest du? Schon etwas mehr. Mehr? Ja. Gut so. Fürs Erste schon. Ich koche große Portionen und dann lasse ich es mir schmecken. Recht viel mehr zu tun bleibt mir ja nicht. Wo soll ich es hinstellen? Aufs Bettende. War es das? Ja. Ja. Sonst ruf mich. Bin in meinem Zimmer. Ich denke ständig ans Essen, außer auf der Toilette oder beim Schlafen. Hey, Zachary.
Könntest du mir Essen und Trinken rüberstellen? Thank you. Robert geht es immer schlechter und ich habe große Angst. Er hat keine Energie und lässt sich total gehen und will absolut nichts machen. Seine Fröhlichkeit ist wie weggeblasen und er ist nur schlapp. Manchmal möchte ich alles hinwerfen. Ich habe schon überlegt, nach Hause zu fahren. Mir selbst geht es momentan nicht gerade gut. Und da soll ich mich auch noch um ihn kümmern. So viel Energie habe ich nicht. Das übersteigt meine Kräfte. Ich wünsche mir verzweifelt, dass er sich mehr anstrengt und besser mitmacht. Therapiestunde, wie geht's? Sie sind schon abmarschbereit? Super! Alles klar? You ready? Okay, let's do it. Dann los. Sie schaffen das. Wir gehen raus auf den Gang. Wenn Ihre Knie weich werden, hole ich den Rollstuhl. Ich habe gerade wenig Selbstvertrauen. Der Weg scheint noch so weit. Ich habe noch so viele Operationen vor mir. Es zieht mich total runter. Und mir tut es leid, dass ich für Catherine so eine Belastung bin. Ich habe Angst, sie könnte irgendwann einfach genug haben und gehen. Was soll ich dann tun? Also muss ich weitermachen. Ich muss mich setzen. Gut gemacht. Ihn zu motivieren ist schwierig. Vor allem, wenn er mir nicht entgegenkommt. Ob er nicht will oder nicht kann, weiß ich nicht. Ich habe große Angst, dass sein Körper am Ende ist. Also zurück ins Zimmer. Und jetzt zum Bett laufen. Ja, Sekunde. Ich habe mich wirklich bemüht. Nachdem wir von dem Arzttermin zurück waren, haben wir ein neues Leben begonnen. Bisher hatte sich alles darum gedreht, was wir als nächstes essen, bevor wir uns wieder ausruhen. Das ist jetzt anders. Bislang kann ich nicht wirklich stehen und was unternehmen. Also haben wir Videospiele angefangen, bei denen man sich bewegen muss. Daneben. Anfangs ging das nur ein paar Minuten. Aber jetzt spielen wir ganze Spiele und Wettkämpfe durch. In einem Monat möchte ich auch durch das Haus gehen und üben können. 136 zu 124. Ich hab gewonnen. Revanche? Schwerer ist es, die Diät einzuhalten. Meine größte Sorge war, dass Lee Heißhunger bekommt, nicht kriegt, was er will und wütend wird. Aber so war es nicht. Wir kriegen's hin. Das war eine große Erleichterung. Es schweißt uns zusammen. Bereit für die Übungen? Die letzten anderthalb Monate waren zwar anstrengend, aber gut. Lee kann viel mehr tun. Auch ist es leichter, wenn man das zu zweit macht. Ich habe versucht, mich mehr zu bewegen, öfter aus dem Bett aufzustehen, die Schmerzen auszuhalten und weiterzumachen. Das Aufstehen und Gehen im Haus funktioniert. Ich denke, wir machen beide gute Fortschritte. Hallo. Hallo, how are you? Und Sie brauchen Hilfe beim Abnehmen? Sie wiegen 319 Kilo. Waren Sie immer übergewichtig? Ja. Wie bewegen Sie sich? Gar nicht. Ich kann nur aufstehen und einen Meter gehen, um meinen Toilettenstuhl zu benutzen. Dann wieder zurück in den Sessel. Sie werden sich dem stellen müssen, was Sie zum Essen treibt. Wenn nicht, bleibt die Operation wirkungslos. Verstehen Sie? Okay.
Die hält sie zwar eine Weile davon ab, allzu viel zu sich zu nehmen, doch sie verändert nicht das, was sie essen und wie oft sie essen. Vor 2 Monaten wog ich 307 Kilo und Dr. No gab mir nochmal die Vorgabe von 45 Kilo. Das bedeutet, ich sollte heute unter 262 sein. Das kann nicht stimmen. Ich weiß, dass Mom und ich alles getan haben, um mich gesund zu ernähren und alles richtig gemacht haben. Ich verstehe das nicht. Das ist frustrierend und ich bin aufgewühlt. Erneut hat sich Jeans Zustand nicht verbessert. Ich befürchte, wir können sie einfach nicht wachrütteln, damit sie die Situation noch rechtzeitig ernst nimmt. Es bleibt nur noch die Möglichkeit, sie jetzt schon zur Psychotherapie zu schicken. Vielleicht hilft das, ihr den Selbstbetrug vor Augen zu führen. Sie glaubt, sie kann sich weiter selbst in die Tasche lügen, während sich ihre Gesundheit zusehends verschlechtert.